Willkommen zu einem Video zur Programmierung des BIC 12 LF 15 71 72 in C. Jetzt geht es um die Einheit des Analog-Digital-Konverters. Und der Analog-Digital-Konverter ist also etwas umfangreicher und wird daher mehrere Videos brauchen, bis wir den tatsächlich konfiguriert haben. Beginnen wir mal. Schauen wir uns einmal an, was dieser Prozessor im Datenblatt von BIC 12 über den ADC sagt. Wir sehen hier oben, dass es offenbar einen Analog-Digital-Konverter gibt. Und wenn wir hier weiter nach unten blättern, dann sehen wir hier bei Analog Peripherals, dass hier die Information steht, 10-Bit Analog, Analog to Digital Converter. 10-Bit heißt für uns die Zahl 0 bis 1023. Was macht jetzt ein Analog-Digital-Converter? Dazu gehen wir am besten jetzt hier auf das Kapitel 15 und schauen uns hier mal an die ADC Operation und gehen einmal hier ein bisschen weiter, bis wir auf eine Zeichnung stoßen. Wo ist sie? Hier. So. Vielleicht von der Hardware-Seite her gesehen. Ein Analog-Digital-Konverter nimmt eine analoge Spannung, die wir hier sehen, und verbindet diese, und wir verbinden diese Spannung mit einem analogen Eingangspin. Also einer dieser Beine unseres Mikrocontrollers wird zumindest dafür vorgesehen sein. Was passiert dann weiter? Hier drin befindet sich dann eine Schutzbeschaltung über Dioden, vor allen Dingen aber hier ein Schalter und nach dem Schalter ein Kondensator. Und was hier passiert, ist einmal folgendes: Die Spannung des Teils, das wir hier vorne haben, das kann ein Sensor sein, die wird jetzt über diesen Schalter auf diesen C-Hold übertragen. Dann wird dieser C-Hold, dieser Schalter wieder geöffnet, hier vorne kann sich's ändern und wir können jetzt diese Spannung, die wir hier eingefroren haben, umwandeln. Hier unten sehen wir in dieser Transfer Function, wie wir das Ganze umwandeln. Hier auf der X-Achse die analoge Spannung, die wir umwandeln wollen. Das heißt, hier unten sehen wir die Spannung und diese Spannung wandeln wir jetzt in eine Zahl um. Und hier sehen wir die Zahlen in hexadezimaler Darstellung. Und wenn wir mit hexadezimaler Darstellung nicht wirklich geläufig sind, dann gehen wir hier auf unseren Rechner, gehen hier auf Programmierer und bei Programmierer stellen wir als nächstes einmal hier diese Zahl 3FF ein. Programmierer, so, passt, dann hexadezimal, aha, okay, machen wir mal hier überall C, so, 3FF, und wenn wir jetzt das Ganze hier oben anschauen, dezimal ist es 1023, beziehungsweise wenn wir auf Dezimal umschalten, sehen wir 1023. Also 3FF ist 1023. Also unsere gesamte Spannung 0 wird hier auf 0 umgewandelt und der höchste Spannungswert wird hier auf 1023 umgewandelt. Wie erfolgt jetzt diese Umwandlung? Diese Umwandlung dauert eine gewisse Zeit. Das hängt jetzt vom Prinzip dieses Analog zu Digital-Konverters ab. Das heißt, wenn wir jetzt also hier mal schauen, hier nach vorne gehen, schauen wir mal, hier haben wir das Ganze. Dann sehen wir einen Zeitraster, der notwendig ist, um aus dieser Spannung eine Zahl zu bauen. Hier vorne sehen wir, dass wir einmal den entsprechenden Pin anwählen, Select Channel und Enable ADC. Dann müssen wir eine Acquisition Time vergehen lassen. Und diese, nach dieser Acquisition Time können wir also hier unser Go-Bit setzen. Also wir wollen die Wandlung ansetzen. Das heißt, hier schalten wir mal unseren Pin auf den entsprechenden Sensor. Dann sagen wir, hier wollen wir zu wandeln beginnen. Und wenn wir hier weiterschauen, braucht es also hier 11 so TAD, also Analog-Digital-Wandelzeiten. Und wie groß sind jetzt diese TAD-Zeiten? Die sehen wir hier oben in der Tabelle, in diesem weißen Teil. Die gehen also zwischen 1 und 4 Mikrosekunden. Also wir haben jetzt hier einen Begriff, wie lange wir brauchen, um so eine Spannung zu wandeln. Erstens einmal brauchen wir, wenn wir 1 Mikrosekunden als Grundbasis hernehmen, hier 11 Mikrosekunden, um die Zahl umzuwandeln. Und vorher brauchen wir noch eine Vorhaltezeit, damit wir bei dem Umschalten auf den entsprechenden Pin die Spannung sauber einfrieren können. Es gibt hier unten
eine Angabe, wie weit wir hier eigentlich warten müssen. Schauen wir mal, wo wir das haben. Die Wartezeit hier. So, also um wirklich kleinen Fehler zu machen oder einen geringstmöglichen Fehler zu machen, sollten wir eigentlich in der Zeit von ungefähr 5 Mikrosekunden warten, wenn wir uns auf diesen Sensor geschaltet haben, damit wir dann unseren Zahlenwert, also tatsächlich dann mit der Wandlung beginnen. Das heißt, wir brauchen jetzt ungefähr 15 Mikrosekunden, um eine Zahl umzuwandeln. Das kann jetzt lang sein, wenn wir einen Strom messen, das kann kurz sein, wenn wir eine Temperatur messen, das hängt vom jeweiligen Anwendungsfall ab. Schauen wir uns vielleicht noch mal an, wo finden wir eigentlich diese ADCs bei unserem Mikrocontroller? Wenn wir hier auf Spinning drauf gehen, sehen wir also hier den Block ADC und sehen jetzt, dass es hier am RA0, am RA1, am 2 und am RA4 ADCs gibt, aufsteigend nummeriert. Das heißt, hier sind die Bezeichnungen noch gleich. Hier gibt es auf einmal einen AN3 auf dem RA4. Hier können wir also unsere analogen Quellen anhängen. Was ist noch interessant? Noch interessant wäre, wenn wir prinzipiell einmal anschauen, wie das Blockdiagramm von unserem Analog-Digital-Konverter ausschaut. Das ist so das hier. Wir haben also hier die Möglichkeit, hier External Channel Inputs bis zu 4 ADCs, 4 Eingangspins auf einen Wandlungskreis raufzuschalten. Dieser Wandlungskreis stellt dann die Zahlen 0 bis 1023, sein 10-Bit-Resultat, in zwei Registern dar. Weil ein Register ist 8-Bit breit, wir brauchen also mehr als 8-Bit, also 10-Bit, also brauchen wir zwei Register. Das ist das ADRS-H und das ADRS-L. So, also, wir könnten uns folgenden Ablauf vorstellen. Wir wählen eine Referenzspannung, positive Referenzspannung für unseren ADC. Die könnte einmal sinnvollerweise die Versorgungsspannung sein. Wir wählen einen Pin, auf dem wir unseren Sensor hängen haben, weil wir diese Sensorspannung umwandeln wollen. Das wird also hier passieren, zum Beispiel den AN0, hier über dieses CHS. Wir wählen einen Takt, mit dem wir in dem Rhythmus, in dem wir eben diese Umwandlung erfolgen lassen, das ist vielleicht am besten hier der Takt des Mikrocontrollers, F-Oszillator. Wir schalten den ADC hier frei. Wir beginnen mit einem Go-Kommando, mit der Wandlung des Spannungswertes, den wir hier haben. Wenn der ADC fertig ist mit dem Wandeln, schreibt er sein Resultat hier in unser Resultatsregister und meldet hier zurück über das Done-Bit, ich bin fertig. Und in dem Moment können wir dann dieses eingelesene Teil weiterverwerten und das ist es eigentlich als Einführung. Viel mehr brauchen wir jetzt momentan nicht und im nächsten Video werden wir dann beginnen, diesen ADC zu konfigurieren. Vielen Dank für die Aufmerksamkeit, bis zum nächsten Mal, alles Gute.